raue Charme, die die Insel hat. Natürlich einmal keine Autos, 14 Kilometer langer Sandstrand und wirklich Natur pur. Also auf Langeoog ist das Leben ganz anders und ganz besonders für uns. Wir genießen schon jede freie Minute natürlich, die wir haben, möglichst in der Natur hier in dieser doch sehr einzigartigen Landschaft. Mein Name ist Maike Reckenwald. Ich bin hier auf Langeoog geboren. Ich bin gelernte Hotelkauffrau. Ich bin Michael Reckenwald. Ich bin Gastronom. Also die EU verklagen wir, weil wir überhaupt keinen anderen Weg sehen, um irgendwas zu bewegen. Eigentlich redet die ganze Welt über Klimaveränderungen. Es steht jeden Tag was in der Zeitung und ändern tut sich gar nichts. Ja, die größte Sorge ist ja tatsächlich wirklich, dass unsere Kinder dann hier auf der Insel keine Zukunft haben. Ich weiß es nicht, aber das Schiff fährt hin und her. Ja. Mahlzeit, lasst euch schmecken. Im letzten Jahr 2017 hatten wir den ersten Sturm schon Anfang September. Und klassisch sagt man, beginnt die Sturmflutsaison im Oktober, Mitte Oktober eher. Also jetzt insbesondere das, was wirklich momentan und aktuell für uns am gefährlichsten ist, wäre der Durchbruch der Nordsee durch die Dünenkette in unser Süßwasserreservoir. Wir haben ja eine Süßwasserlinse hier auf der Insel, wo eine sehr schmale Dünenkette nur davor ist, die das Süßwasser vom Salzwasser trennt. Und dort werden immer Schutzmaßnahmen getroffen. Sprich, der Strand wird wieder erhöht, aufgespült, künstlich Dünen angelegt. Und diese Maßnahmen finden immer häufiger und immer länger statt. Das heißt also tatsächlich, die Dünen nehmen an dieser Stelle stark ab und das Strandniveau sinkt. Mit jeder Welle wird die Düne angefressen und der Sand rutscht weg. Und hier sieht man jetzt noch die Abbruchkante. Dann kann man sich gut vorstellen, was hier für eine Gewalt drauf eingewirkt hat. Dass man auch was dafür tun muss. Wenn die Nordsee durchbrechen würde, das hätte tatsächlich Auswirkungen, so insofern, dass die Insel dann ab dem nächsten Tag kein Trinkwasser mehr hätte. Die Hotels müssten vermutlich schließen und die Restaurants und keine Ahnung, was wir dann machen würden. Das ist ja kein Job, den wir hier machen, den wir irgendwo anders machen können. Und es ist ja auch einfach, was man aufgebaut hat, wo viel Herzblut drinsteckt. Das ist einfach Heimat, da braucht man nicht drüber reden. Es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht ja im Grunde um eigentlich so komisch das klingt, um die ganze Welt. Wenn wir mit den anderen Familien zusammen diese Klage nicht gestellt hätten, dann wäre die Öffentlichkeit nicht nochmal so aufgerüttelt worden, wie es jetzt ist. Und es würde immer so weitergehen und die Klimaziele würden immer noch weiter verfehlt und nichts würde sich ändern. Die Kraft liegt sicherlich in der Gemeinschaft. Das ist ja auch das, was man jetzt merkt am Feedback, dass alle mit dabei sind. Und jeder weiß, dass das nicht reicht, dass wir etwas da tun müssen. Es liegt uns am Herzen, es ist wichtig und irgendjemand muss anfangen. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Klage da wenigstens einen Stein ins Wasser geschmissen haben, der dann so Ringe zieht, ne?